Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Bundesweit, so das Robert-Koch-Institut, gibt es jährlich 63.000 neue Fälle. Einer davon, der in diese Statistik fällt, ist unser heutiger Interviewgast. Das ist Jörg Dahlmann. Ich sehe ihn schon da vorne sitzen ja. und lächeln. Hallo, hallo Jörg. Ja, schön, grüß dich. Hallo. Dass wir heute bei dir sein können im ja. wunderschönen Palma de Mallorca, deinem Kathedrale. Wohnsitz mhm. vor der Kathedrale, wo sonst. Schönes Wetter, schöner Ort, aber ein pikantes Thema haben wir heute zu besprechen. Ich weiß nicht, ob es für dich pikant ist. Ich glaube, du bist recht kein Problem, offen. Überhaupt kein Problem. Ja, ja. Wunderbar, wir wollen über Prostatakrebs sprechen. Ja. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Und ja, für viele sicher ein etwas unangenehmes Thema, weil es da auch um Vorsorge geht, um Geschlechtsorgane, die untersucht werden müssen. Fangen wir easy an. Wann wurde bei dir Prostatakrebs diagnostiziert? 2005 hatte ich zunächst einmal Darmkrebs, wenn ich das vorne wegschicken darf, und hatte 2015 dann Prostatakrebsdiagnose gehabt. Wie ist diese Krebsdiagnose zustande gekommen? Männer sollen sich ja eigentlich jährlich ab 50 oder 55 dieser Vorsorge, dieser Untersuchung unterziehen. Ja. Nicht ganz angenehm. Jetzt hast du gesagt, du hattest schon Darmkrebs. Das heißt, du bist vorbelastet. Ich bin vorbelastet, genau, richtig. Und ich habe einen Genfehler. Und das wurde damals festgestellt, weil mein Vater mit 44 Jahren gestorben ist, mein Opa mit 40 Jahren, mein Onkel mit 36 Jahren. Und da wusste ich schon, dass ich einen Genfehler habe. Das wurde auch per Blutabnahme festgestellt. Ich musste also wachsam sein, und dann hatte ich eben Darmkrebs gehabt, schon 2005, und im Zuge dessen auch Prostatakrebs 2015. Boah, du bist gebeutelt, ehrlich ja. gesagt, schon, aber dadurch auch vorgewarnt. Genau. Das heißt, wie wurden diese Tumormarker festgestellt damals? 2015? Ja, ich bin da grundsätzlich erstmal dankbar, dass heute die Wissenschaft schon so weit ist. Mein Vater hatte diese Erkenntnisse im Prinzip noch nicht gehabt zu der Zeit. Bei mir wurde es bei Prostatakrebs festgestellt durch Blutabnahme, weil ich jährlich Koloskopie mache und dadurch auch Blut abnehmen lasse. Und da wird der PSA-Wert automatisch mitbestimmt. Und der stieg kontinuierlich an, war dann bei einem Urologen, bei einer Urologin, die hat gesagt, das müssen wir wirklich fein beobachten und in geringeren Abständen Blut abnehmen, um zu gucken, ob der wirklich exorbitant steigt. Und irgendwann ist er dann sehr stark gestiegen. Das heißt, du hast es eigentlich rechtzeitig oder frühzeitig schon bemerkt. War dann sofort klar, es ist ein Tumor, der operiert werden muss? Denn auch bei Prostatakrebs gibt es ja verschiedene Möglichkeiten von Bestrahlung, Operation, Chemo macht man eher nicht bei der Prostata. Wie war es bei dir? Also zunächst einmal, als dieser Wert höher gestiegen war, haben wir eine Biopsie gemacht. Das heißt, Proben werden genommen. Von 26 Proben, die genommen wurden, waren 22 tatsächlich mit Krebs belastet. Da war klar eben, ich muss operiert werden. Und ich habe mich dann entschieden für eine völlige Entnahme der Prostata, also keine Bestrahlung, weil ich wollte das Gefühl haben, bei Bestrahlung kann vielleicht irgendwas noch drin bleiben im Körper. Ich wollte aber das Gefühl haben, ich habe nichts mehr in meinem Körper drin. Deswegen habe ich mich für die vollständige Entnahme entschieden. Jetzt handelt es sich ja um äußerst delikate ja. Teile beim Mann, die Geschlechtsorgane. Kannst du verstehen, dass Männer da auch Angst vor der Vorsorge haben und überhaupt der Operation auch skeptisch gegenüberstehen? Ich kann schon verstehen, dass sie Angst haben, aber ich will jeden Mann ermutigen, die Angst wegzunehmen. Denn es ist ja wichtig, dass man sich behandeln lässt. Wenn man vor Angst eben sie nicht untersuchen lässt oder es nicht checkt, gegencheckt, dann hat man irgendwann ein Problem und hat tatsächlich Krebs dann und schlimmere, dass schon was gestreut ist. Man muss es tatsächlich rechtzeitig behandeln, und dann hast du die gute Chance, dass du auch geheilt bist. Ich habe Glück gehabt, weil bei mir außerhalb der Prostata nichts ausgetreten war. Das heißt also, ich musste danach keine Chemotherapie machen und keine Bestrahlung mehr. Ich war geheilt dadurch, dass die Prostata rausgenommen wurde. Wir sind fast am Ende der Mole. Ich habe gerade mal geguckt, ob wir uns irgendwo noch mal hinsetzen. Ja, vielleicht kann ich euch, jetzt haben wir Palma gesehen, Porta's Nose vorstellen. Da lebe ich nämlich zu großen Teilen. Schöner Ort, toller Fleck, würde ich euch gerne zeigen. Na, da sagen wir doch nicht nein zu einer Einladung von Jörg Dahlmann nach Porta's Nose. Auf geht's, fahren wir zum Strand. Ja. Location-Wechsel. Jörg, jetzt hast du uns quasi mit in dein Wohnzimmer genommen, oder wo sind wir hier? Ja, wir sind hier im Südwesten von Mallorca, in Porta's Nose. Es liegt zwischen Palma und Andratx. Und ich sage immer, hier wohnen die Schönen, die Reichen und ich. Und heute auch noch Health TV. Ja, genau. Wunderbar. In Lila, ein ganz tolles Restaurant sind wir hier, haben auch ein Lila
Cocktail. Haben wir kurz Werbung gemacht. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Thema Cocktail, da sind wir auch beim Thema Alkohol und gesunde Ernährung. Ist bei Krebspatienten auch immer ein Thema. Ja. Wie sehr musst du auf gesunde Ernährung achten? Darfst du überhaupt Alkohol trinken? Ja, ich darf schon Alkohol trinken. Man sollte schon ein bisschen aufpassen immer auf Ernährung. Aber ich finde, das ist heutzutage in der Gesellschaft gang und gäbe. Wenn ich daran denke, dass viele junge Leute vor allem Vegetarier sind, vegan leben, finde ich das absolut toll. Und wir sind da auf dem richtigen Weg und wir alle sollten mehr auf Ernährung achten. Das heißt, ich persönlich achte darauf, dass ich kein Weizen, wenig Weizen esse, wenig rotes Fleisch, achte darauf, dass ich wenig Alkohol trinke und auch fettige Sachen lasse ich möglichst beiseite. Du bist fortschrittlich, kommst ja eigentlich noch aus einer anderen Generation, aber toll. Ich will damit sagen, dass ich ein alter Mann bin, aber du hast ja recht, ich bin 64 Jahre alt. Also darf genau, mir doch sagen, du stehst doch dazu. Du hast recht. Jörg, ich will ein delikates Thema noch ansprechen und zwar geht es um das Thema Sexualität. Ja. Trauen sich vielleicht nicht viele drüber zu reden, du schon, das finde ich ganz toll. Ja, kein Problem. Wie ist es nach einer Prostataentfernung oder auch wenn man vielleicht jetzt in der Diagnosefindung ist, wie sieht es aus mit Erektionen, mit Samenerguss? Funktioniert eigentlich hinterher, also jetzt bei dir vor allem in dem Fall hinterher, alles noch ganz normal? Also immer vorausgesetzt, dass die Samenstränge nicht mit Krebszellen befallen waren, sondern nur die Prostata. Wenn die dann rausgenommen wurde, kann man danach keine Sperma mehr produzieren. Das heißt also auch keine Kinder mehr zeugen. Wer also gerne noch Kinder hätte und er weiß, ich habe Prostatakrebs, lässt sich am besten einige Sperma einfrieren und kann dann künstlich befruchten später. Mit der Erektion ist das eine Geschichte. Also nach der Operation, nach der Entnahme der Prostata, ist tatsächlich so, dass man ungefähr ein halbes Jahr lang keinen Sex haben kann, so gut wie nicht. Und danach baut sich das langsam auf. Und nach etwa einem Jahr nach der Operation ist man fast komplett wiederhergestellt, sodass also man dann auch wieder ganz normale Erektionen bekommt. Und auch, das wissen ja auch viele Leute nicht, wenn man die Prostata draußen hat, kann man ganz normale Orgasmen bekommen. Also ganz normal, wie jeder andere auch, nur es kommen eben keine Sperma raus, sondern quasi Luft. Ist das erstmal komisch für dich gewesen? Ist das eine Umstellung? Also erstmal die Erektion funktioniert nicht mehr so, wie du es gewohnt bist. Es ist, glaube ich, auch so ein Männlichkeitsthema. Hast du dich jeweils unmännlich gefühlt oder nicht vollständig? Ja, es ist nie schön, wenn man quasi keinen Sex haben kann. Das ist nicht schön. Also das ist ehrlich gesagt scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist eben, man muss, ich meine, die Alternative ist, dass man mit einem mit Krebs im Körper rumläuft und das möchte ja auch keiner. Und dann nimmt man einfach, schluckt man diese Kröte sozusagen, dass man sagt, jetzt bin ich mal ein halbes Jahr lang außer Gefecht und kann eben keinen Sex haben, habe Erektionsprobleme. Die meisten haben ja auch gute Partnerinnen, die dafür gerade, die quasi das in Kauf nehmen und sagen, ja, da kommen wir mit klar und nach einem halben Jahr geht es wirklich tatsächlich wieder aufwärts und dann geht es auch wieder. Wie ist das mit dem Orgasmus? Ist sicher auch erstmal eine Umstellung, wenn da gar nichts mehr rauskommt oder vielleicht nur noch heiße Luft oder ein bisschen Flüssigkeit oder wie stelle ich mir das vor? Also das ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Also ist sicherlich für die eine oder andere Frau auch angenehmer, wenn man keine Sperma mal hat. Ich bedanke mich schon mal fürs Gespräch. Zum Abschluss möchtest du vielleicht einen Appell an vor allem die männlichen Zuschauer richten, was die Vorsorgeuntersuchungen angeht. Denn ich glaube, wir Frauen sind da etwas gewissenhafter als ihr Männer. Glaube ich auch. Viele Männer haben Angst und das ist völliger Schwachsinn. Seid vernünftig und wenn ihr so um die 50 Jahre seid oder älter, lasst euch immer Blut abnehmen, bestimmt den PSA-Wert und dann wisst ihr, ob eure Prostata gesund ist, ob alles in Ordnung ist. Und ich kann nur sagen, das rettet Menschenleben. Und viele Menschen könnten heute noch leben, wenn sie rechtzeitig diese Blutabnahme vornehmen lassen würden. Und ich appelliere an alle Männer, seid nicht ängstlich, seid keine Angsthasen, sondern seid mutig und lasst euch untersuchen. Nicht nur Blut, sondern auch der Urologe spielt eine Rolle. Wird von den Krankenkassen übernommen. Ab 50 oder 55 müssen wir noch mal nachlesen. Lasst euch die Prostata, geht zur Prostatavorsorge, lasst euch die untersuchen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist dem einen oder anderen. Aber ja, das aber ist mehr im Kopf, oder? Aber so einfach. Ich meine, nur Blut abnehmen lassen und dem Arzt sagen, ich möchte PSA-Wert mit dabei haben, ist es so einfach.
Und wenn man dann eben einen erhöhten Wert hat, weiß der Arzt, wie man weiter vorgeht. Das war ein gutes Schlusswort. Ich gehe auch demnächst wieder zu meiner Frauenärztin. Du hast mich heute auch noch mal ermutigt, in der Vorsorge da konstruktiver und besser dran zu bleiben. Vielen Dank. Das war's aus Palma de Mallorca mit Jörg Dahlmann und dem Thema Prostatakrebs. Ciao.